Bitte. Wir sind hierher gekommen, um den Kämpfen zu entkommen. Wie ich höre, habt ihr die Banditen verjagt. Ich hoffe, sie kommen nicht wieder. Also, reden wir mal kurz über eure Mutter. Ich würde lieber über eure Mutter reden. Da gibt es nichts zu reden. Außerdem ist eure Mutter doch eine böse Hexe, die mitten im Wald lebt. Das ist viel interessanter. Für euch vielleicht. Aber ihr findet sicher auch den Moosbewuchs auf Steinen interessant. Wisst ihr, was noch viel interessanter ist? Abtrünnige. Magier außerhalb des Turms. Das ist gegen das Gesetz, wisst ihr? Habt ihr das in irgendeinem Buch gelesen? Hoffentlich waren die kleinen Buchstaben nicht zu anstrengend für euch. Wir müssen uns aber auch nicht über eure Mutter unterhalten. Ist mir auch recht. Ich habe meine Familie nach Lothering geführt, weil ich gehofft habe, wir wären hier sicher. Ich habe meine Familie nach Lothering geführt, weil ich gehofft hatte, wir wären hier sicher. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Ihr da! Wenn ihr einen sicheren Unterschlupf sucht, muss ich euch warnen. Ihr werdet... Zieht weiter, wenn ihr könnt. Lothering ist verloren. Vielleicht findet ihr welche. Auch wenn sie vermutlich nur das Gerede verängstigter Leute sind. In den letzten 2 Tagen sind Flüchtlinge aus dem gesamten Süden zu uns geströmt. Die Kirche und die Taverne sind völlig überfüllt. Es gibt einfach nicht genug Lebensmittel für alle. Und wir Templer können kaum noch die Ordnung aufrechterhalten. Woanders wärt ihr besser dran. Ich werde euch nicht abweisen. Wir bitten euch nur darum, hier nicht noch mehr Probleme zu machen. Die Leute haben Angst. Oh, wie sie jammern und klagen und mit den Zähnen knirschen. Schon traurig mit anzusehen, wie hilflos sie umherhuschen. Und Aileen sprach zu den Massen: Mein Herd ist euer, mein Brot ist euer, mein Leben ist euer. Denn alle, die im Licht des Erbauers wandeln, sind eins. Mögen alle den Gesang des Lichts anstimmen. Nur das Wort vertreibt die Dunkelheit, die uns bedroht. Er kann nicht antworten. Das ist Kantor Devins. Er gehört zu denen, die nur den Gesang des Lichts sprechen können. An seiner Anschlagtafel findet ihr Briefe mit Aufträgen für gute Taten. Mein Vater hat mal das Dach von Witwe Allison repariert und der Kantor hat ihn dafür bezahlt. Wirklich. Ein gelehrsames Kind ist ein Segen für seine Eltern. Ebenso wie für den Erbauer. Die Legionen des Bösen stehen vor unserer Schwelle. Sie werden sich an unseren Herzen laben. Es gibt kein Entkommen. Das Böse wird die Erde bedecken wie ein Schwarm Heuschrecken. Bitte, ihr erschreckt die Kinder. Es ist besser, sie jetzt selbst dem Tod zu übergeben, als sie in den Händen der dunklen Brut leiden zu lassen. Dort! Eine dieser Kreaturen ist bereits unter uns. An dieser Frau klebt der Gestank des Bösen. Seht ihr denn die abscheuliche Dunkelheit nicht, die in ihr steckt? Ich habe gesehen, wie die schwarze Horde auf mein Volk niedergegangen ist. Ich werde nicht schweigen. Bitte aufhören! Jemand soll ihn zum Schweigen bringen! Aber er hat doch recht. Der Bern hat uns verlassen. Wir werden sterben. Diese Kreatur ist nur die erste derer, die uns vernichten werden. Meine Familie, mein Clan, diese Kreaturen haben sie alle niedergemacht. Einige von uns sind hierher geflohen,
aber wir können der dunklen Brut nicht entkommen! Ich bin gerannt und die Schreie meiner Frau folgten mir! Ihr Haar hatte die gleiche Farbe wie eures! Ja, ihr habt recht. Ich werde gehen. Er hatte recht, nicht wahr? Für uns besteht keine Hoffnung mehr. Ihr habt recht. Wir dürfen nicht aufgeben. Aber wir sind keine Kämpfer. Was sollen wir tun? Wir können uns nicht einfach hinlegen und auf den Tod warten. Wir müssen nach Norden, nach Denerim. Das Böse wird uns verschlingen! Mir ist kalt. Mir gefällt es hier nicht. Sieh mich nicht so an, du Köter. Ich habe nichts für dich. Warum starrst du mich so an, du Flohfell? Merkst du nicht, wenn du nicht erwünscht bist? Die Anwesenheit von Wildtieren habe ich gern. Stinkende Haustierwölfe gehören nicht dazu. Und diese Sturheit, ich werde wahnsinnig. Was benötigt ihr? Ihr müsst das nicht tun. Ihr kanntet ihn nicht so lange wie ich. Ich sollte besser damit umgehen. Duncan hat mich schon am Anfang gewarnt, dass so etwas passieren könnte. Jeder von uns kann in der Schlacht fallen. Ich hätte die Kontrolle nicht verlieren dürfen, zumal so viel von uns abhängt. Die Verderbnis und überhaupt alles. Es tut mir leid. Ich würde ihn gerne angemessen bestatten. Vielleicht, wenn alles vorbei ist und wir noch am Leben sind. Familie hatte er keine, glaube ich. Ja, das stimmt wohl. Es mag dumm klingen, aber ein Teil von mir wäre gerne in der Schlacht an seiner Seite gewesen. Ich habe ihn im Stich gelassen. Ja, ich weiß. Ich glaube, er stammte aus Hyeva. Vielleicht werde ich dort eines Tages irgendetwas zu seinem Gedenken aufstellen oder so. Mal sehen. Zwerge verbrennen ihre Toten nicht, oder? Wie ehrt euer Volk seine Toten? Ich habe davon gehört. Es fällt mir wieder ein. Ihre Geister kehren zum Stein zurück und stärken so das Fundament des Teigs. Hört sich seltsam an. Ihr habt vermutlich recht. Danke. Das meine ich ernst. Es hat gut getan, mal ein wenig darüber zu reden. Was wollt ihr von mir? Wenn es sein muss. Warum stellt ihr mir solche Fragen? Ich will doch von euch keine sinnlosen Informationen, oder? Wäre es nicht einfacher, mit einem Stock nach mir zu stochern? Ich ziehe für den Augenblick die Beantwortung der Frage vor, wenn's recht ist. Was wollt ihr wissen? Ob ich in der Wildnis aufgewachsen bin? Seltsame Frage. Wo hätte es denn sonst sein sollen? Viele Jahre gab es nur Flemeth und mich. Die Wildnis und ihre Kreaturen waren für mich realer als Flemeths Geschichten von der Welt der Menschen. Irgendwann wurde ich neugierig. Ich verließ die Wildnis, um zu erkunden, was dahinter lag. Aber immer nur kurz. Kleine Vorstöße in die zivilisierte Wildnis. Nur ganz selten.
Flemeth hatte mich gut vorbereitet. Doch trotz aller Vorbereitung war die Realität der Zivilisation dann doch zu viel für mich. So viel war mir nicht vertraut. Ich war selbstbewusst und mutig, aber auf vieles hatte mich Flemeth unmöglich vorbereiten können. Wehgetan. Haltet ihr mich für so schwach und zerbrechlich? Nur einmal wurde ich beschuldigt, eine Hexe der Wildnis zu sein, von einem Chasen, der mit einer Handelskarawane unterwegs war. Er zeigte auf mich, schnaufte und schrie dann in einer seltsamen Sprache. Die meisten glaubten, er würde mich irgendwie verfluchen. Ich spielte das verschreckte Mädchen und er wurde eingesperrt. Männer sind stets dazu bereit, einer Frau zwei Dinge zu glauben. Dass sie schwach ist und dass sie einen Mann attraktiv findet. Ich gab die Verletzliche und schmachtete den Hauptmann der Wache an. Ein Kinderspiel. Jedenfalls konnte ich mich relativ problemlos unter den Menschen bewegen. Wie immer sie sich eine Hexe vorstellen mögen, ich sehe wohl anders aus. Natürlich gab es auch Ärger. Manches an der menschlichen Gesellschaft hat mich immer verwirrt, wie etwa die Berührungen. Warum muss man einander bei einer simplen Begrüßung anfassen? Erzählt mir keine Selbstverständlichkeiten. Und so anders ist eure Kultur auch nicht. Aber es gab Feinheiten, von denen mir Flemeth nie erzählt hatte. Wann man einander in die Augen sieht, wie man sich bei Tisch benimmt, wie man handelt, ohne beleidigend zu werden, das wusste ich alles nicht. Ich verstehe immer noch nicht alles, aber diese Hoffnung habe ich auch schon vor langer Zeit aufgegeben. Nach meiner letzten Rückkehr in die Wildnis habe ich Flemeth geschworen, nie wieder wegzugehen. Wie nett, dass ihr dem Schicksal einen Sinn für Humor zubilligt. Sollen wir mal eure Lage näher untersuchen? Besser nicht. Ein Witz auf meine Kosten ist mir derzeit lieber als einer auf eure. Lasst uns weitergehen, bevor sich die Erde auftut und uns verschlingt, ja? Ja.